Hallo, liebe Leute, hier ist der Bürger mit der List und endlich ist es soweit. Die Programme, die die War Turtle ausmachen, sind jetzt auch ins Englische übersetzt, was das Kommentieren angeht. Ich habe mir allerdings erstmal gespart, die Funktionalität zu erweitern. Das machen wir also dann demnächst irgendwie in ein oder zwei Wochen oder Monat, je nachdem, wie wir mit den unseren Projekten durchkommen. Und jedenfalls wollte ich euch jetzt hier erstmal nochmal ganz final vorstellen, wie das Ding fluppt. Und natürlich dann wird auch zum Schluss der entsprechende Code eingegeben hier oder eingeblendet, dass wir das Programm oder die Programme, es sind ja mehrere, downloaden könnt. Das ist so gebaut, dass ihr ein Programm downloadet und dieses Programm installiert die anderen automatisch. Und dann ist die Turtle quasi aktionsbereit. Ihr könnt die füllen, das zeige ich euch jetzt gleich. Dann macht die ihre Attacken und dann kommt die wieder zurück. Ja, und wenn der Feind die Turtle meint, abbauen zu können oder sonst irgendwie versucht, den Code zu knacken oder auch irgendein Admin das versucht, ist nicht. Weil, trickreich gelöst. Ihr könnt euch versuchen, die Programmcodes mal durchzulesen und ihr seid dann auf der Gewinnerstraße, wenn ihr diesen Programme natürlich jetzt nicht gerade euren Feinden verratet. Aber gut, so ein YouTube-Channel hat natürlich den Nachteil, dass das auch viele sehen und okay. Das müsst ihr mit euch ausmachen, die Welt ist groß, sucht euch eure Feinde aus, da wo die keine Ahnung haben. Gut, ihr könnt natürlich, und das werde ich jetzt hier machen, eure eigene Basis zerstören. Ich tue jetzt mal einfach so, als wären wir hier in unserer Basis, das ist jetzt nicht so besonders toll, aber man sieht dann auch ein bisschen was. Ich habe das Programm schon downgeloadet. Ich habe es nur Go genannt, also ne, und jetzt mache ich mal einfach Go und dann wird die uns schon sagen, was sie haben möchte. Go. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Koordinaten haben. X, Y, Z, sagen wir einfach nur 1 nennen. Man kann es ja auch ein bisschen anders machen, den geografischen Gegebenheiten tatsächlich entsprechend. So, jetzt wollen wir natürlich mal sehen, dass sie auch ein bisschen läuft, sagen wir 5 in die Richtung, 20 nach oben, damit wir auch ein bisschen was sehen von der ganzen Geschichte und 5 in die andere Richtung. So, jetzt haben wir Energie. Ach, Energie wollen wir jetzt natürlich hier einfüllen. Und dann wollen wir in Zeile 2 das ganze TNT reinschmeißen. Oh, da habe ich nicht genug. Da machen wir das, teilen wir mal ein bisschen auf, da sind wir ganz locker. So, das ist auch egal. Und Zeile, die kommt die ganze Lava rein, die wir unseren Feinden dann auf den Pelz werfen. Und dann machen wir weiter mit Enter. Ne? Dann sagt er uns jetzt noch, ja gut, so weit will er halt laufen. Und jetzt geht es schon los. Jetzt müssen wir uns noch beeilen, dass wir zugucken können, uns die richtige Position aussuchen und ab geht's. So, die läuft jetzt so ein bisschen durch die Gegend, guckt, wo sie hin muss. Das kennt ihr ja schon aus den Einführungsvideos und jetzt macht's ab. Ne? Jetzt dauert natürlich jetzt. Klar, Logo, aber es macht richtig gut Spaß. Pass mal auf, es ist noch nicht zu Ende. Lange noch nicht. Ganz lange noch nicht. Ganz, ganz lange noch nicht. Und ihr werdet euch auch wundern, wie schön das alles gleich endet. Ich weiß nicht, geht der bis Bettrock runter? Mal schauen. Wow. Gut. Aber das ist natürlich eine Frage. Jedenfalls sind sie durch und dann kommt der nächste Schlag. Direkt hinterher. Wenn das eure Basis ist, dann bleibt da nicht viel von über. Ne? Das ist ja klar. Ja, also irgendwann ist das Reservoir dann durch. Das dauert ein bisschen. Ah, ich hätte da vielleicht doch ein paar weniger reintun sollen, um euch nicht so auf die Folter zu spannen. Aber ich denke, so ein bisschen Folter macht ja Spaß. Ne? Ich meine, so ein bisschen, nur so ein bisschen Piesack. Ne? Weil dann wartet ihr nämlich auch ein bisschen, bis das schöne Ergebnis kommt. Und wer die Geduld hat, der wird zum Schluss mit dem Code belohnt. So, jetzt schmeißt das Ding natürlich unser Lava dahin. Und dann ist unsere Basis mal geflutet gleich so ein bisschen. Dauert auch ein bisschen. Ich weiß, ist alles ein bisschen langsam. Aber ich denke mal, wenn ihr 5 oder 7 solcher Turtle gleichzeitig oder 10 auf den Feind losschickt, dann bleibt von dem hinterher gar nichts mehr über. Ne? Ihr könnt ja, dass ich eine Turtle an die Position, eine Turtle an 20 Positionen woanders und nochmal eine woanders hin, dann ist der so viel Personal hat der gar nicht, um die Turtles zu bekämpfen, bis die sich da mit ihrem Bombenteppich breit gemacht haben. Also das ist einfach nett, wirklich nett gemacht. Und ihr seht schon, da ist schon das gut ausgerechnet, dass in der Mitte auch ein bisschen Platz bleibt, dass da quasi nicht so viel überbleibt von dem. Ja, also hier unten,
Da ist jetzt, ja, wir gehen mal tauchen, das ist doch ein bisschen was anders hier, jawohl. Ne? Und hier ist genauso, genau ausgerechnet, dass das TNT nur manchmal durchschlägt. Also quasi der optimale Schaden für die Fläche. Jetzt gehen wir mal gucken. Ne? Ja, das sieht doch vollständig verrückt aus. Und die Lava kommt natürlich mit der Zeit da durch. Yeah. Und wenn er dann fertig ist mit seinem TNT, dann nimmt er nochmal einen von diesen Säulen in Angriff. Und dann geht's richtig ab. So, nochmal einmal Lava. Die geht natürlich jetzt auch. Und das macht er jetzt an der Stelle auch nochmal eine ganze Zeit lang. Und ihr werdet sehen, genau, das ist so richtig gemein. Also was von eurer Basis dann überbleibt, ist wirklich nicht so viel. Und wenn ihr eure Feinde auf die Art und Weise bekämpft, dann ja, macht das mit den Feinden sowas wie das hier. Ich möchte aber auch, und das muss man ganz klar sagen, hier in diesem Video und überhaupt generell sagen, Griefen und Zerstören und sonstige Sachen ist auf vielen Servern nicht erlaubt. Ja? Und wenn ihr das macht, solltet ihr vorher wissen, was ihr tut, denn der Bann, der ist quasi auf dem Fuße. Denn obwohl natürlich keiner das so einfach feststellen kann, wer hier diese Turtle betreibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Admins da Ideen zu haben, wie man das am besten rauskriegt. Jetzt ist die Turtle wieder auf dem Weg dahin, wo eure Basis mal war, und wartet jetzt darauf, dass ihr sie wieder abholt. Ja, und die vierte Lavasäule kommt auch. Jo, jetzt kommt der versprechende Kut, auf den ihr so lange gewartet habt. Den blende ich jetzt hier unten ein und dann ja, könnt ihr den abtippen und ab geht's. Ich mache das absichtlich nicht mit Paste und Copy, damit ihr diesen Film auch wirklich guckt und euch im Klaren darüber seid, dass so eine Art von Zerstörung natürlich auf dem einen oder anderen Server gar nicht gelitten ist. Aber wenn ihr ihn da einer als Kampf habt, dann könnt ihr das natürlich immer und locker machen. Gar kein Thema. So, okay. Ich wünsche euch was. Bis dann. Der Pyramidalist verabschiedet sich mit einem kurzen Zoom raus. Okay, in dem Sinne, bis dann. Ach so, ja, wenn ihr auf den Kanal will, ne, ist ja klar, müsst ihr da mal liken und vor allen Dingen auch Kommentare abgeben. Das ist wichtig. Und klar, abonnieren ist selbstverständlich. Okay, bis dann. Ciao.